Ich habe im Januar nicht nur viel gelesen, sondern auch viele Stunden gehört. Und wenn euch interessiert, welche Hörbücher ich so gehört habe, dann bleibt unbedingt dran. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe ganz, ganz, ganz viele Hörbücher gehört. 8 Stück an der Zahl im Januar. Ja, es ist einfach so, dass ich mich momentan sehr entspanne beim Animal Crossing zocken, beim Saubermachen, beim Ausmisten und beim Häkeln. Ich habe gerade das Häkeln für mich entdeckt. Da höre ich einfach viel, viel lieber, als dass ich lese und kann dann trotzdem noch so anderen Tätigkeiten nachgehen und mich berieseln lassen. Das hat richtig gut geklappt. Außerdem höre ich die Bücher fast immer in nahezu doppelter Geschwindigkeit. Somit sind dann wirklich 8 Bücher zustande gekommen. Ich habe gerade mal geschaut. Ich habe die Bücher, die ich euch heute zeige, alle über BookBeat gehört. Nächsten Monat werde ich euch ein paar Bücher wieder zeigen, die ich über Audible gehört habe. Also das wechselt immer mal hin und her. Und ja, wir fangen direkt mal an. Ich hatte hier so eine Empfehlung von der lieben Paddy, die alte Anfixerin. Die Ladenhüterin von Sayaka Murata. Disclaimer vorweg. Ich muss mir auch unbedingt von ihr das Seitenraubenzimmer holen. Ganz, ganz dringend. Und ich werde mir das auch nochmal in einer schöneren Ausgabe holen als Hardcover. Ich habe mir das nämlich versehentlich so ertauscht. Ich würde aber sagen, dass das mein Fehler war, weil ich nicht ordentlich gelesen habe. Dass das ein stand schief gelesen dort. Und es stand, ich habe überlesen, dass das ein Taschenbuch ist. Ich wollte nämlich das Hardcover von vornherein. Egal. Worum geht es in diesem 140 Seiten starken Buch? Das Hörbuch geht, glaube ich, auch nur 3 Stunden oder so, also überhaupt nicht lang. Es geht auf jeden Fall um die Gesellschaft in Japan, aber ich finde, nicht nur in Japan, sondern auch bei uns. Es geht nämlich um Keiko. Und Keiko, die ist so ein bisschen anders vom Denken her und vom Umgang her mit anderen Menschen. Sie ist extrem pragmatisch, denkt super, super logisch und ich würde sogar behaupten, dass sie so Asperger-Tendenzen hat. Also sie ist total anders. Sie schaut sich auch immer andere Menschen an, wie sie sich miteinander verhalten. Ja, also so auch so psychopathische Züge kann man schon sagen, ne? Also so Empathie hat sie überhaupt nicht. Also sie eignet sich das alles immer an, indem sie andere Menschen beobachtet. Und gerade in Japan ist es ja so, dass man sich ganz viele Gepflogenheiten und sowas, dass das einfach von einem erwartet wird. Dass erwartet wird, dass du erst einen Aushilfsjob machst, dass du dann vielleicht ein Kind kriegst, dass du einen tollen, ehrbaren Beruf hast, dass du dich verheiratest, dass der Mann einen ehrbaren Beruf hat und so weiter und so fort. Und Keikos Laufbahn, die ist so ein bisschen anders, denn sie arbeitet als Aushilfsjob, also sie fängt als Aushilfe in einem so einen Laden an eben. Deswegen ja auch die Ladenhüterin. Und das macht ihr Spaß. Sie fühlt sich da sicher, sie kennt sich aus, sie lebt für ihren Arbeitgeber, sie lebt für den Laden und das gefällt ihr richtig gut. Und sie entwickelt sich nicht weiter, sie bleibt da einfach hängen und irgendwann, sie wird halt älter und irgendwann fangen halt auch die Leute über sie zu reden, ihre Geschwister fangen an, sie zu nerven, wann sie dann mal heiratet und wie das eben weitergehen soll mit ihr und auch ihre Mutter und so. Und oh, das Buch hat mich teilweise so wütend gemacht, weil ich mir immer wieder gedacht habe, Mensch, jetzt lass doch die Leute einfach mal so sein, wie sie eben sein möchten. Und das kommt hier sehr zum Tragen. Ich kann jetzt über das Buch nicht so viel erzählen, weil es hat nur 140 Seiten. Aber es ist so viel, was wir zwischen den Zeilen oder hier zwischen den Minuten, zwischen den Worten so lesen können. Es hat so viele Gedanken in mir freigesetzt. Und ich möchte das auf jeden Fall auch in einigen Jahren oder auf jeden Fall auch nochmal rereaden. Das wird einen festen Platz in meinem Regal haben, weil bin ich ein sehr großer Japan-Fan. Ich mag aber die japanischen Schriftsteller nicht immer. Muss mir da immer mal so ein bisschen Gedanken machen, ob mir das gefällt oder nicht. Ich habe also noch nicht so viel von so vielen japanischen Schriftstellern eben was gelesen, weil die einen sehr oft einen sehr eigenen, trockenen Schreibstil auch haben.
ich kann das kaum nüchtern, glaube ich, ist das bessere Wort. Aber die Ladenhüterin hat mir super gut gefallen, hat mich so zum Nachdenken angeregt. Und das ist echt was, nicht nur für Japan-Fans. Auf jeden Fall. Volle Empfehlung von mir. Dann habe ich angefangen zu hören, ich fange mal mit dem hier an. Und zwar habe ich mir ja im vorletzten Avel Unpacking habt ihr gesehen, dass ich mir die Geschichte der Baltimores geholt habe, weil das eben nur 10 Euro gekostet hat. Und dann habe ich gesehen, das kann man ja auch hören, voll cool. Dann höre ich es lieber, bevor das hier als Subleiche irgendwie verschwindet, weil Joel Dicker hatte ich jetzt nie so richtig auf dem Schirm. Ich weiß, er wird oft sehr umschwärmt und gehypt, aber manche mögen ihn auch nicht. Und ich habe immer so gedacht, das wird nicht mein Beuteschema sein, was das hier eben für so eine Geschichte sein wird. Weit gefehlt. Ja, das ist genau mein Beuteschema. Joel Dicker hat so einen großartigen Schreibstil und das war großartig eingesprochen. Es geht um zwei Familien. Es geht um die Baltimores und es gibt eben die armen und die reichen Baltimores. Also die wohnen zu einem gleichen Ort, aber so ein bisschen entgegengesetzt. Das macht aber nichts. Die Kinder der Familien, die sind alle miteinander befreundet. Das sind Cousins und die sind alle miteinander befreundet. Und die sind eben die Gang eben, die Baltimore Gang. Heißen die Golden... heißen die... Also die hatten irgendwie... Hießen die Baltimore Gang? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Und dann gibt es eben Marcus Goldman und der ist mit denen eben auch verwandt. Ja, aber halt nur verwandt und er ist immer so ein bisschen neidisch auf die Familien. Und was aber eigentlich Quatsch ist, er hängt immer mit denen rum, es spinnt sich eine super schöne Freundschaft auch zusammen, auch wie die eben alle zusammenkommen und zusammenfinden und so weiter, wie diese Freundschaften wachsen und sich überhaupt erst entwickeln, das wird eben hier beschrieben. Und dann ist es halt so, dass irgendwann immer mehr Tragödien passieren und Verstrickungen und Verwicklungen und das auch ziemlich traurig ist teilweise. Und ja, das ist es eben, was wir in dieser Geschichte lesen. Ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben. Ich habe aber so ein, ich würde sagen 4,5 Sterne eher, weil es gibt so eine Kleinigkeit, die mich immer so gestört hat, weil man weiß, dass es hier irgendwann zu einer ganz schlimmen Tragödie kommt, weil Marcus Goldman, das ist der Schriftsteller, also den lernen wir halt kennen und der erzählt eben seine Geschichte mit den Baltimores und er schreibt halt immer, ja, also immer wenn was Schlimmes passiert ist, das war so und so viel Zeit vor der eigentlichen Tragödie. Und dann habe ich mir immer gedacht, was soll denn jetzt noch kommen? Das ist doch schon voll schlimm und so. Also das hat mich so ein bisschen gestört, immer dieses, da musste immer noch eins draufgesetzt werden. Und ja, aber es hat mich, Joel Dicker hat mich in so einen Bann gezogen. Ich habe das Buch so gefressen, ich mochte diesen Schreibstil, ich mochte die Worte, ich mochte, wie es eingesprochen ist, so, so gerne. Und ja, ich weiß, dass es nicht jedermanns Buch ist. Also ich habe auch schon negative Meinungen gehört, aber mir hat es phänomenal gut gefallen. Und das sind so Coming-of-Age-Geschichten, wie sie mir richtig gut gefallen. Also so, ach, ich hab's geliebt. Ja, dann habe ich natürlich gleich weitermachen müssen mit, das habe ich zuletzt gehört, mit dem Fall über Harry Cabot, ist quasi im Buch vom gleichen Autoren geschrieben, von Marcus Goldman. Und wir treffen auch immer wieder auf die Geschichte der Baltimores, aber man kann die beiden unabhängig voneinander lesen. Also sie hängen zwar irgendwie miteinander zusammen, aber... Man verliert jetzt kein Wissen, wenn man ein Buch davon nicht gelesen hat. Also das ist völlig egal. Und hier geht es eben auch um Marcus Goldman. Und ja, er will natürlich Schriftsteller werden. Und er sucht so noch so nach der richtigen Muse oder nach der richtigen Idee. Und er lernt eben eines Tages, also er freundet sich mit seinem Dozenten, ist er glaube ich, ne, Harry Cabot ein. Und er vergöttert ihn, weil der hat mal einen Bestseller geschrieben. Und er ist also ein ganz großes Idol und der gibt ihm halt auch immer Schreibtipps. So, und jetzt eines Tages wird eine Leiche gefunden von der einstigen Liebe von Harry Cabot.
Und das Mädchen war aber damals 15, also Nola, sie war damals 15 und Harry Cabot war eben auch schon erwachsen. Und ja, sie verschwand eben eines Tages spurlos und man hatte ihn vielleicht schon so, nee, man hatte ihn noch nicht so in Verdacht, aber man wusste nicht so richtig, was los ist. Und jetzt, wo ihre Leiche eben aufgetaucht ist, ausgerechnet im Garten von Harry Cabot, auch noch mit seinem Manuskript von diesem Buch, womit er eben so erfolgreich war, ist er natürlich sofort Tatverdächtiger. Und das ist eben viele, viele Jahre, 33 Jahre ist das her und 33 Jahre später taucht halt diese Leiche auf. Und oh mein Gott. Und alle schießen sich auf Harry Cabot ein und wie kann er nur? Und dieser Kinderschänder und überhaupt und sowieso und dieser Mörder und der soll einen Bestseller geschrieben haben. Kann ja alles gar nicht sein. Aber Marcus Goldman glaubt an seinen Freund und geht der ganzen Geschichte mal so auf den Grund und rollt diese ganze Geschichte von damals wieder auf. Und ich fand's so grandios. Ich fand's so gut. Ich fand beide Bücher so gut. Ah! Joel Dicker, dieser Schreibstil, er hat mich so in den Bann auch wieder gezogen und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand auch dieses Einsprechen sehr schön. Ich weiß nicht, ob es mir so gut gefallen hätte, wenn ich es gelesen hätte, weil es war dann auch immer dieses, er hat auch immer, Harry Cabot war so in Nola verliebt und er dieses Buchstabieren immer, meine liebste Nola, N-O-L. Das war immer so, das hat immer so gepasst halt, ne? Ich weiß nicht, ob mich das vielleicht genervt hätte, wenn ich das gelesen hätte. Egal, die werden einen Ehrenplatz in meinem Regal haben, auf jeden Fall. Und jetzt mache ich noch die Aufkleber ab. Habe ich mir ja in diesem Avell-Paket auch noch geholt gehabt, das Verschwinden des Stephanie Mailer. Und da habe ich mir gedacht, na gut, jetzt haben dich diese zwei Bücher so in den Bann gezogen. Jetzt hörst du auch noch das dritte Buch. Also ich habe die wirklich hintereinander weggefressen, die Bücher. Ich war in einem Ausnahmezustand. Es ist Wahnsinn. Ich weiß noch, ich habe die Switch in der Hand gehabt, meine Insel schön dekoriert. Solltet ihr Animal Crossing Spieler sein, verratet mir das mal in den Kommentaren. Vielleicht mache ich mal so eine Inseltour. Also ich werde jetzt kein Zock-YouTuber oder sowas werden, kein Streamer und auch kein Twitcher oder so, aber ich kann euch gerne mal meine Insel zeigen, wenn euch das interessiert. Ja, muss ich nochmal gucken, wie das funktioniert, wie man das filmt und dann online stellt, weil Frauen und Technik oder Christinchens und Technik. Ja, okay, das war jetzt mal hier so und das hat so Spaß gemacht zu hören und hier geht es darum, genau, Da habe ich nicht ganz so viel behalten, weil ich hier ein paar Abzüge zu machen habe, obwohl es mir auch noch sehr gut gefallen hat. Aber es war für mich hier kein Vergleich. Also das ist meine Meinung. Ich habe auch schon Meinungen gehört, die sagen, das Verschwinden des Stephanie Mailer ist das allerbeste Buch von Joel Dicker. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber egal. Hier geht es darum, dass ein Mord geschehen ist. Also vier Menschen sind ermordet worden und dieser Mordfall ist nie so richtig aufgeklärt worden. Und 20 Jahre später stellt eben eine Journalistin Fragen und rollt diesen ganzen Fall wieder auf. Und dann verschwindet diese aber. Das ist eben Stephanie Mailer. Und wir haben hier so einen Kriminalfall und wir haben auch viele Verwicklungen. Ich kann das gar nicht so gut erzählen, wie es geschrieben war. Ganz viele Verwicklungen und Verstrickungen und ganz viele Geschichten und Tragödien, die auch wieder so ineinander reingewoben sind. Und ja, es geht ja auch teilweise um Macht. Also der Bürgermeister ist da auch mit am Start und verschiedene Familien. Und ja, es geht auch um die Zeitung und um schmutzige Wäsche, die gewaschen wird. Und das ist so alles so miteinander verwoben und das muss man einfach lesen. Oder hören. Wie gesagt, also mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen, kommt aber für mich nicht an die beiden Vorgänger heran. Ich weiß aber, dass in diesem Jahr noch ein Joel Dicker erscheinen wird und den werde ich mir auch, sobald er erscheint, auf jeden Fall kaufen und mich dran erfreuen, weil Joel Dicker, die Geschichten, die sind nicht mal so mega spannend oder grandios oder gut, aber es ist das, was der Autor aus diesen Geschichten macht. Und das finde ich einfach wundervoll. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Geschichten in meinem Regal stehen habe. Und ja, dann habe ich noch mit einer Reihe weitergemacht und sie dann auch beendet eigentlich, ne? Also von meinem Sub entfernt.
die sehr leicht ist. Also es kommt jetzt auch nur noch leichte Lektüre. Und zwar habe ich von Louise Bay diese Duke of Manhattan hier gehört. Und ja, ich hatte eh schon mir Gedanken gemacht, als ich mir die geholt habe in so einem Frustkauf, bei so einer Frust-Thalia-Bestellung. Habe ich eh schon so die Befürchtung gehabt, dass die halt ewig auf dem Sub verweilen werden, weil sie eigentlich nur unterhaltsam sind. Also ich werde es auch in Zukunft so machen, dass wenn ich meinen Sub mal so ein bisschen im Griff habe, dass ich mir Hörbücher quasi als Print nur noch ins Regal stelle, wenn ich die Bücher grandios finde. Weil, das macht dann einfach trotzdem dann wenig Sinn, immer alles im Regal stehen zu haben. Ja, also zu dieser Reihe. Das war ein sehr unterhaltsames Buch, muss ich sagen, aber es kommt so unglaublich viel Erotik drin vor. Ich habe dem 3 Sterne, glaube ich, gegeben. Die Geschichte ist sehr, sehr gut, aber man könnte wirklich so 100 Seiten Erotik kürzen. Es ist Wahnsinn. Das ist echt schade, weil Louise Bay kann sich so schöne Geschichten ausdenken und die kann sich so tolle Protagonisten eben ausdenken. Hier geht es um Ryder und um, wie heißt sie? Er heißt auf jeden Fall Ryder und ich und meinen Namen, Scarlett. Und Scarlett hat ein Parfümunternehmen. Zusammen mit ihrer Freundin oder mit einer Freundin und die suchen halt einen Investor. Und ja, sie ist halt mit der Firma von Ryder eben so am Verhandeln und er macht halt, werden sich nicht einig über die Konditionen, weil er will kaufen und sie will eben nur Anteile abgeben. Irgendwie so. Und jetzt hat er aber halt ein Problem. Er ist irgendwie der Duke eben auf Manhattan und er muss eine Frau finden, weil sonst irgendwie eine Klausel in dieser Erbfolge drin ist. Wenn er halt nicht heiratet, dann bekommt halt sein ungeliebter Cousin irgendwie das Anwesen, an dem er halt so hängt und das geht ja gar nicht. So, und er macht dann irgendwie Scarlett ein Angebot, in dem sie beschließen, sie heiraten, sind eine gewisse Zeit verheiratet und er bezahlt sie halt dafür. Und sie stimmt halt zu, weil sie kann das Geld halt gut gebrauchen für ihre Firma. So, und dann kann man sich schon vorstellen, wohin die Reise geht. Es ist sehr vorhersehbar und es kommt sehr, sehr viel Erotik drin vor. Ich habe dann auch schon mal mit den Ohren geschlackert, beziehungsweise habe dann halt weggehört oder keine Ahnung, weil es ist halt trotzdem immer dasselbe. Also, wir wissen doch, wie es funktioniert. Ich will aber keinen auf den Schlips treten, der gerne sowas hört, aber nur mich ödet es halt an, weil, ja. Genau, aber die Geschichte, wie gesagt, war sehr unterhaltsam, hat mir sehr gut gefallen, das anzuhören und ja. Aber hier wohnen bleiben wird die Reihe vermutlich nicht. Und dann habe ich direkt im Anschluss den Earl of London gehört. Da habe ich so ein paar Minuten gebraucht, um in die Geschichte reinzukommen. Da hat mir die Geschichte davor ein bisschen besser gefallen, aber unterm Strich genauso unterhaltsam. Es gibt auch wieder viel Erotik. Es ist auch immer Wahnsinn in diesen Büchern, wie viel die Menschen auch an Sex denken. Also ich weiß nicht, die schauen sich einen an und denken, wow, was man mit dem alles anstellen könnte. Also ich weiß nicht, wenn durch die Gegend laufe, ich denke mir, wow, was ich mit dem mich alles unterhalten könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde es so unglaubwürdig. Wahrscheinlich ödet es mich deswegen auch an. Aber egal. Hier treffen wir auf Darcy. Und Darcy Westbury ist die Schwester von Logan Steele. Und sie will eben dieses Anwesen. Sie verwaltet halt groß, also sie ist eigentlich auf diesem Anwesen halt zu Hause, was Logan da schon gerettet hat und so weiter und so fort, weil er hat mit dem Anwesen gar nicht viel zu tun. Sie lebt dort, sie lebt für das Land, sie lebt für das Dorf, sie setzt sich sehr für die Bewohner ein und für dass alle zusammenhalten und so weiter und so fort. Also sie lebt für diese Ländereien. Und dann trifft auf das Nachbargrundstück, Nachbaranwesen eben Logan ein. Logan geht's hier. Er heißt Ryder, also sie ist die Schwester von Ryder. So, und Logan ist der, um den es in diesem Buch geht. Und er hat das Anwesen irgendwie gekauft. Also auf dem Nachbaranwesen wohnt seine Großmutter und das schon immer. Und er hat das Anwesen jetzt eben... Nee, sie sind dort aufgewachsen und er ist durch seine Geschäfte sehr erfolgreich geworden und hat das Anwesen zurückgekauft und jetzt
ist eben seine Großmutter dahin gezogen und er besucht halt immer seine Großmutter, zu der er ein sehr, sehr inniges Verhältnis hat. Und er trifft eben natürlich auf Darcy während eines Ausritts, weil sie ist viel draußen unterwegs. Und da ist, herrscht natürlich so gleich so eine Anziehung, aber sie ist so eher so in Abwehrhaltung, weil sie denkt, ja, jetzt zieht er da in diese Gegend und will das Ganze, will eine Unruhe hier reinbringen in das Dorf und so weiter und so fort. Und er passt da gar nicht hin und keine Ahnung. Und ich habe lange auch nicht so richtig begriffen, wo das Problem ist. Und er hat auch eine unfassbare Abneigung gegen Beziehungen. Also er möchte nur One-Night-Stands. Er will überhaupt nichts mit irgendeiner Frau anfangen, was über Sex hinausgeht und so weiter und so fort. Und mir war die Geschichte halt nicht so tief genug wie jetzt von dem Buch davor. Aber es war auch unterhaltsam. Ne? Also man muss halt wissen, Louisa Bay, Sex ist hier Programm. Es ist einfach so. Und es sind halt zwei Bücher, die ich sehr gut fand, die mir Spaß gemacht haben zu hören. Aber ich muss es jetzt nicht unbedingt haben. Also es sind 3 Sterne und es sind halt einfach Geschichten, die, wie gesagt, ein Unterhalten, die man aber auch schnell wieder vergisst. Die bleiben, also fragt mich in einem Quartal nochmal nach dem Inhalt der Bücher. Das vergisst man einfach. Das ist jetzt nichts, was im Gedächtnis bleibt. Dann habe ich noch eine Reihe gehört. Also kommen wir zu den letzten beiden Büchern für dieses Video. Und zwar von Kira Moon, Save Me From The Night und Find Me In A Storm. Und das ist die Leuchtturm-Trilogie, die ich damit beendet habe. Mir hat der erste Teil grundsätzlich vom Setting her am besten gefallen, weil wir da am meisten vom Leuchtturm mitbekommen. Inhaltlich, rein von diesen Geschichten der Protagonisten, muss ich aber sagen, dass mir dieser am besten gefallen hat, weil, das klingt jetzt falsch, ich liebe einfach Liebesgeschichten, die sehr, sehr tief gehen und wo ein Protagonist dann immer etwas sehr Traumatisches erlebt hat, was sehr ans Herz geht und was einem auch das Herz bricht, was einen teilweise sogar an die Grenzen bringt und wo eben Emotionen freigesetzt sind. So, klingt falsch, aber so mit solchen Geschichten, die berühren mich einfach am meisten, muss ich wirklich sagen. Und so ging es mir eben hier. Wir haben Sienna und die arbeitet in einem Pub und arbeitet dort und man weiß, dass in ihrer Familie irgendwas nicht rund läuft. Was genau, das erfahren wir so nach und nach in dem Buch und das ist überhaupt nicht gut. Also sie ist auch geflüchtet vor einiger Zeit und arbeitet eben dort. Und jetzt ist es so, dass der Pub den Besitzer eben wechselt und ihr neuer Chef, ja, da herrscht natürlich eine Anziehungskraft, ne? Und der merkt aber sehr schnell, dass etwas mit Sienna nicht in Ordnung ist und was vielleicht mit ihr nicht in Ordnung sein könnte. Und so setzt sich eben die Geschichte halt immer weiter zusammen. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Und ja, was soll ich sagen? Ging mir sehr, sehr ans Herz. Man hat irgendwie, also es ist, war jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt Brittany C. Sherry lese, die setzt immer noch so eine Schippe drauf. Wir haben einerseits so eine süße, lockere, leichte Liebesgeschichte, weil wir eben, ja, wir sind am Meer und das kommt so Urlaubsfeeling an. Und ja, ich mag eben dieses Leuchtturmfeeling und Schottland und so weiter und so fort. Das hat Spaß gemacht, das ist dieses locker leichte. Und dann haben wir aber eine sehr, sehr ernste Geschichte. Und diese Mischung fand ich richtig gut, fand ich einfach nur grandios. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, auch das zu hören. Dann haben wir hier Find Me in a Storm. Und das ist eine Geschichte, die mir auch gut gefallen hat, die mir auch sogar sehr gut gefallen hat, aber mit Save Me From The Night überhaupt nicht zu vergleichen ist. Denn wir haben hier Irene und die führt eben das Bed and Breakfast irgendwie und sie ist auch ein total, sie arbeitet sich krumm und buckelig, auch für ihre Mama und so weiter und so fort. Und eines Tages hat ein sehr berühmter TV-Star, der ist bei ihr Gast. Und dann kann man sich auch da vorstellen, wo die Reise hingeht. Und sie kennt ihn eigentlich gar nicht so richtig. Und er führt sich auch auf und keine Ahnung, also er ist eigentlich ein ziemlicher Unsympath. Und die kommen sich halt näher und die haben halt auch so ihre Geschichte.
da muss ich sagen, das war eher wieder so eine unterhaltsame, eher, ja, seichte Liebesgeschichte. Ich will das jetzt nicht abwerten, aber man kann das nicht vergleichen, weil da haben wir so dieses harte, schlimme Schicksal und hier haben wir halt, ja, eine unterhaltsame, nette, leichte Story. Also das fand ich, den dritten Band fand ich tatsächlich auch von den dreien hier am schwächsten. Macht aber nichts. Ich möchte auch die anderen Bücher trotzdem von Kira Moon aus dem KISS Verlag unbedingt noch lesen oder hören, je nachdem. Weil ich mag einfach ihre Art zu schreiben. Ich komme gerade nicht drauf, wie die anderen, Wind Me in a Change oder so, sind auch so blaue Cover, die dem hier gar nicht mal so unähnlich sehen. Und das ist, glaube ich, eine Dilogie, die jetzt rausgekommen ist. Was heißt raus? Ist auch schon wieder einige Monate her, und dass die erschienen sind. Aber wie gesagt, ich möchte ja nicht so viel kaufen, sondern erstmal lesen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall. Und die habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr die anderen Geschichten von Kira Moon schon gelesen habt oder gehört habt. Und ja, ansonsten schreibt mir unbedingt mal, was ihr im letzten Monat so gehört habt, was euch begeistert hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ja, abonniert mich fleißig. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!